Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Spiel. Was ist es? Es ist Planet Coaster. Und ja, was machen wir? Wir bauen einen Freizeitpark, wir spielen den Sandbox-Modus, so ein bisschen ausprobieren, ein bisschen dies, ein bisschen das. Wir können alles verändern und alles Mögliche machen, aber im ersten Moment brauchen wir ein paar Wege, ne? Würde ich jetzt behaupten. Und da werden wir mal ein paar machen. Wir machen mal die schön breit am Anfang. Könnte ich, ich hätte gern, können wir das so? Warum macht er uns? Ah, okay. Vielleicht so ein Hauptweg, der schön breit ist, wo die Leute auch gut durchkommen. Der kann ja bis hinten durchgehen. Kostet ja alles nichts, wa? So. Sandbox-Modus ist alles freigeschaltet, was es bis jetzt in dem Game gibt. Größtenteils, was man so kriegt, ohne irgendwelche Herausforderungen zu schaffen und so weiter. Und ja, ach so, ich kann ja mal hier so. Nee, 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 nee. So, hier laufen schon Leute, aber im Park ist ja noch nichts, ne? Die brauchen hier gar nicht reingehen. Hier passiert ja noch nichts. So. Hier mal ein Weg und da mal ein Weg. Ja, wir bauen gleich hier ein bisschen schon größer. Ihr kennt es ja auf den Ausbauspielen, man macht ja immer so ein paar Vierecke und so, so ein bisschen. So wie es halt ist. So, wir müssen erstmal anfangen. Was brauchen wir denn? Erstmal, wenn wir im Laden kommen, die brauchen alle was zu essen und zu trinken. Das, was sie halt brauchen, ne? So, mal gucken, was wir hier so haben. Ein Burgerladen, ein Dorfladen. Eine Getränkhütte, ein karibischer Geldautomat. Wir werden erstmal einen kleinen Burgerladen bauen, der irgendwie sich gerade komischerweise noch aufbauen muss. Ja, und da seht ihr schon die Detailverliebtheit dieses Spiels. Ja. Ihr könnt das so schön hinpacken, dass das alles so schön passt. Und alle Details an den Gebäuden könnt ihr auch ändern. Da könnt ihr darauf klicken, geht auf. Ja, ihr könnt es ändern. Gebäude bearbeiten, genau. Und dann könnt ihr zum Beispiel alles da anklatschen, noch einen Anker hinschmeißen. Da liegt zwar schon einer, aber warum nicht noch einen? Oder noch einen Antriebsriemen oder was auch immer. Ihr könnt da alles zumachen. Oder so eine Scheune noch daneben hinstellen. Oder hier so eine Kiste mit Dynamit. Warum denn nicht? Vor allem, ich finde es halt lustig, dass bei den Dynamitstangen eine Kerze drin ist. Oh, könnte man vielleicht noch einen Brunnen hier hin? Nein, dort nicht hin. Dort einen Brunnen hinstellen. Und dann sind wir fertig damit. Und es sieht halt aus, als wenn es schon dahin gehört. Das ist, als wenn es hier, ne? Man kann auch Sachen, die da schon dran sind, man kann die alle bearbeiten. Ich zeige euch das mal kurz, wenn man hier rauf geht. Den Totenkopf. Der gefällt mir da unten nicht. Und sag mir, ja, ich möchte ihn lieber hier oben haben. Kommt er nach da oben. Und fertig. Ganz einfach. Weil im Endeffekt sehen die ganzen Hütten, wie war das? So aus. Und dann kann man selber was ringsrum bauen. Nur mal so als Tipp. Und den Eingang werden wir jetzt zum Beispiel mal ändern. So. Das ist ja der Eingang. So Parkeingang muss ja eigentlich geil aussehen. Wie machen wir das denn? Wie machen wir den Parkeingang geil? Erstmal muss da irgendwie. Eine Beleuchtung will ich gar nicht. Irgendwie. Bauplan? Nee. Bauplan ist schon zu viel angepasst. Naturbüsche. Aha. Torbögen zum Beispiel. Sind aber alle Potten hässlich. Kunstform, das ist alles unhübsch. Ich kann natürlich auch riesig große Felsen hinstellen. Ja, riesig große, ich bin ja lustig. Ja, könnte ich rummachen. Oder. Oder hier schon mal so ein paar Sitzbänke. Oder Formschnitte. Auf jeden Fall kann ich hier viel Schnulli machen. Ja, das steht schon mal fest. Festtagswagen. Und ach, hier gibt es so viel Schund. Das ist der Wahnsinn.
Zum Beispiel kann ich hier so einen Sci-Fi-Zaun dran machen. Sieht dann schon mal ein bisschen anders aus, wenn man reinkommt. Vielleicht habe ich auch noch den passenden Bogen dazu. Das wäre der hier, glaube ich. Ist natürlich ein bisschen übertrieben, gebe ich ja zu. Aber wir wollen ja auch ein bisschen übertreiben. Man muss reinkommen. Ist doch scheiße, ob's, egal ob es ein Zukunftstor ist oder nicht. Hier hinten sind zum Beispiel Piratendinger. Das passt halt nicht damit zusammen. Das ist klar, aber alles zusammenpassen finden ist schwierig. Das wird auch eh nichts. Es ist ja ein Freizeitpark. Ne? Da kann man ein bisschen Mischmasch machen. Das sieht doch schon mal nett aus. Das bauen wir mal. Das bauen wir mal hier hin. Hört ihr das? Nö. Nö. Da kann ich es nicht hinbauen. Hammer. So. Bei diesen Dingern muss man einen Eingang platzieren. Den mache ich mal hier hin. Und den Ausgang passend dazu wäre hier. Jetzt muss man hier eine Warteschlange bauen. Die wird jetzt ein bisschen kurz. Die ist jetzt nur so kurz. Ist so, hinnehmen. Kann geöffnet werden. So, jetzt können die Leute schon mal essen und eine Runde fahren. Also fehlt ja noch ein bisschen was. Die müssen ja auch trinken und so weiter. Und das werden wir jetzt auch bauen. Natürlich die fertig Bauplan-Dinger. Ich finde die Hütte hier viel schöner. Die Cosmic Cow. Und natürlich dann noch ein Souvenirladen. Die gibt es nicht in hübsch, aber... Geldautomaten aus der Karibik hier. Das ist einer für zwei Seiten. Okay, dann nehme ich lieber den. Ich meine, ich kann natürlich auch angepasst Geldautomat. Ich kann natürlich auch so ein Standardding hinstellen. Kann ich natürlich auch machen, wenn ich das möchte. Sieht denn so aus und bau da selber was drum. Könnten wir ja eigentlich mal machen, ne? Ich finde, so ein Geldautomat ist wichtig, natürlich nicht direkt am Eingang, aber ich kann jetzt zum Beispiel zu diesem Gebäude hier die ganze Szenerie anpassen und kann dann sagen, ja, ich hätte gerne das und das und das und das hätte ich da gerne. Das halt der ganze Scheiß, den es dazu gibt, das wollen wir nicht, wir wollen es ja anpassen. Deswegen brauchen wir irgendwo ein bisschen Kram. Wände oder so hätte ich gerne. So. Beleuchtung, Natur, alle. Ambiente, Elektrizität, Wasser. Requisiten. Wegextras, Natur, Requisiten, Spezialeffekte, Kunstform. Kunstform will ich aber auch nicht. Ich will einfach... Ne, muss ich auf alles gehen. Es muss ja aber irgendwo auch Wände geben. Das macht aber ganz schön Lärm da. Muss ja sowas geben wie Mauern, Wände und so weiter. Ah, guck mal, man kann das auch ein bisschen höher ziehen. Und dann wird das schon, weil der Geldautomat... Ich kann den natürlich auch in ein Zelt stellen. Guck mal, da sind schon die ersten im Geldautomat, TNT-Sprengzünder und so weiter. Es gibt hier so viel Schnulli, ne? Oder hier, ich lasse einfach mal eine riesen Knarre auf dem Boden liegen. Warum denn nicht? Diverse. Wir gucken mal bei Diverse rein. Vielleicht hilft uns das ein bisschen weiter. Hier läuft auf jeden Fall Disco-Mucke.
Das sind Achterbahntüren, die wollen wir nicht. Wir wollen den ein bisschen... bisschen in hübsch machen. Eine Eisenbrennkammer. Eisenboiler. Eisenkolben. Wir können ja auch eine ganze Fabrik bauen. Ein Frachttransporter. Sci-Fi-Zeug ohne Ende. Aber irgendwie jetzt direkt Wände habe ich noch nicht gesehen. Gibt es eigentlich auch. Filter. Design, Naturregion, Eigenschaft. Kann. Nee, das interessiert mich nicht. Suchbegriff. Wand. Gebäude. Ah, bei Gebäude finden wir das natürlich. Alles klar. Alles klar. Das ändert natürlich gerade alles. Grünes, steiniges. Brauchen wir natürlich auch wie was so Y. Wird ja natürlich gleich ein bisschen größer, aber das finde ich halt lustig, dass es dann gleich so eine Ausmaße an. Ausmaße. Warum passt das da nicht rein? Hallo? Warum? Das geht doch nicht. Ich muss doch... Jetzt geht's. Okay. War das diese Wand hier? Ja, ich glaube schon. So, jetzt haben wir da schon mal eine Wand. Sieht erstmal nicht spektakulär aus. Das heißt, wir müssen da noch Kram rumbauen und so weiter. Und Dach und Schnulli und so weiter. Es gibt ja genug hier Dächer und allen möglichen Schund, den man denn darauf ballern kann. Oder auch Lichter, Treppen. Ja, das ist gar nicht so einfach, das ganze Gebastle hier. Zwei schöne Fenster, die ja eigentlich im Endeffekt keine Fenster sind, aber es ist ja auch Deko, soll ja gar nicht funktionieren. Oder auch Schilder. Ist nicht so ein Dollarschild oder so? Oder hier so ein Piratenschild. Auch cool. Diverse Schilder. Servicegebäudeschilder. Das ist doch schon mal interessant. Das ist alles Toilette. Das ist alles bloß Toilette. Okay, den Bogen hätte ich vielleicht von Anfang an machen sollen. Gerüste. Ah, man kann dann auch noch hier sowas vorstellen. Oder hier drin. Wird ja sogar im Endeffekt so passen. So, jetzt muss ich ein Dach finden dafür. Irgendwas Schönes, Passendes. Das gefällt mir nicht so. Was ist das hier? Ah, so eine Ecke. Das passt von der Steinfarbe nicht, ne? Also einfach so ein Blechhütten-Style. Ist vielleicht auch okay, es reicht ja dafür. Natürlich gibt es jetzt hier kein... Nö, warum auch? Natürlich passt du jetzt auch nicht dort drauf. Das wäre ja auch zu viel verlangt. Das regt mich ja schon fast auf. Außenecke, klar. Innenecke, Außenecke, Innenecke, Außenecke. Ja, gibt's hier nur Ecken? Ich meine, das funktioniert ja nicht so. Das ist nur so ein kleines. Das wäre wieder so eine Innenecke.
Es ist ein Flachdach, das passt aber optisch nicht. Das wäre so ein hohes. Können auch Holz drauf klatschen. Sollte eigentlich auch funktionieren. Jetzt kriegen wir da keins hin, weil... Doch. So. Da hinten brauchen wir mal noch... irgendeine unnötige Leiste. Die machen wir jetzt einfach dahin, weil es einfach passt. So, und jetzt können wir da Deko ranklatschen und hast du nicht gesehen. Also hier dieses Szeneriezeugs. Weiß nicht, wir können ja noch ein paar Bäume, die irgendwie gerade nicht laden. Die irgendwie, nö, die haben gerade keine Lust. Okay, dann nehmen wir unsere Bäume selber. Können jetzt zum Beispiel noch Steine hinschmeißen. Beispiel hier und hier so ein Riesenstein. Ich meine, der Ausgang, der sollte zu finden sein inzwischen. Und Mülltonnen brauchen wir natürlich auch, denn das sieht hier schon voll müllig aus. Keiner räumt hier was weg. Und wir brauchen dann mal einen Hausmeister. Und natürlich auch ein... einer, der den ganzen Suppe repariert. Mir geht die Musik da gerade auf den Sack. Ich mach die mal ein bisschen. Irgendwo kann man das einstellen. Gut. Die Musik davon geht mir hart auf den Sack, ne? Wollte ich nur mal so anwählen. Also, hier kann man schon mal Geld holen in so einer kleinen Hütte. Gut, da drin sieht's jetzt nicht so hübsch aus. Gebe ich ja zu. So, wir haben bis jetzt auch bloß ein Fahrgeschäft. Wir könnten ja mal ein zweites mitnehmen. Zum Beispiel das hier, das sieht auch sehr interessant aus. So rum, so rum. Im Endeffekt ist es auch wieder bloß was, was sie dreht. Vielleicht hier hin, dann können wir die Schlange ein bisschen länger machen. Eingang, hier. Ausgang, dort. Grad. So, öffnen. Ich weiß, wir brauchen noch einen Ausgang. Da ist er schon. Haben wir schon mal zwei Fahrgeschäfte, wir haben was zu trinken, wir haben was zu essen, die können auf Klo, nee, auf Klo können sie noch nicht gehen, das fehlt wahrscheinlich noch, da kriege ich auch Beschwerden, die Gäste finden bla 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 bla, die Gäste finden nichts, das ist mir egal, das steht nämlich oft genug, das könnt ihr ein bisschen ignorieren, dass die Gäste irgendwas nicht finden, weil die einfach zu inkompetent sind meistens. So, eine Toilette, bauen wir ein Toilettenhäuschen selber? Sollte eigentlich machen. Ein Toilettenhäuschen. Nee, komm, wir nehmen mal was Fertiges. Wir nehmen hier die Toilettenhütte. Die hat... wie viele Eingänge? Zwei. Ah, das ist gut. Dann machen wir hier einen Eingang. Denn auch hier was hin. So, jetzt können die Leute nämlich auch auf Klo gehen, das ist wichtig. Es ist noch nicht viel los hier, das stimmt wohl. Wir müssen auch noch die ganze Umgebung ein bisschen anpassen, ein bisschen hübsch machen. Ich weiß nur nicht, was für ein Setting ich mache. Ich werde wahrscheinlich alles durcheinander machen. Zum Beispiel da hinten gibt es Burger, da um die Ecke, ne? Und deswegen werde ich hier mal so einen Burger basteln. Ja, hier gibt es diesen Burger-Dings, hier steht der Burger dazu. Der ist noch nicht ganz gerade, das geht ja so nicht. Bisschen Ordnung muss sein. Ja, jetzt passt das, jetzt gefällt er mir auch. So, ich will mal was gucken, ich kann doch auch das machen. Nee, ich hätte gerne
Das soll ja so bleiben. Nein. Nicht die beiden Sachen. Nee, das geht natürlich auch nicht. Schade, schade, schade. Aber ich müsste doch hinten 10 mal Auswahl hinzuzufügen. Nee, nee, nee. Ist nee, nee, nee. Komm. Kopieren, ja, das weiß ich, dass ich das kopieren kann. Ah, guck ich mal. So, ja, 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 ja. Oberfläche, Weltachse drehen, Drehung zurücksetzen, abbrechen. Ah, guck mal. Das ist ja interessant. Ah, jetzt habe ich bloß einen rausgeschmissen. Naja, ist egal. Ich lasse das mal so, darum kümmere ich mich irgendwann mal, wenn mir mal so ist. Wir wollen ja hier noch ein bisschen rumbasteln, dass das alles ein bisschen aussieht, wie es aussehen soll. Ich meine, wir können ja hier ganze Gebäude und sowas bauen. Schornsteine zum Beispiel. Und so weiter. Und Holzhütten und Wände aller Art. Es gibt ja nichts, was es hier inzwischen nicht gibt. Es gibt alles. Da ist für jeden was dabei und ich rede hier, ich müsste doch mal was machen, ne? Aber ich bin halt noch so ein bisschen... Ich finde das alles noch ganz geil, was hier so passiert. Warte mal, ich will mal gucken, ob ich da was raufkrieg aus der Szenerie. Ah, die kann... Haben wir hier schon mal schießende Piraten, weil das ist ja hier auch so ein Piratenfressding, das passt. Und ich finde die ganz gut da oben auf ihrem Gelddings. So, die Palmen sind inzwischen auch da und ich kann die Sachen ja hoch und runter machen. So sieht denn nicht alles gleich aus. So, mal gucken. Ja, natürlich musstet ihr jetzt hier... Jetzt muss ich hier auch jede einzeln verschieben, ne? So, stehen hier ein paar Palmen. Die drehen sich alle im Kringel hier. So. Ich finde, das reicht auch als Andeutung, ne? Das ist genug. Wir wollen es nicht übertreiben. Vielleicht schmeiße ich hier den Rest noch riesig große Steine hin oder so. Solche hier. Wenn ich die hier einfach so hinschmeiß. Geht es auch. Und die Sonne ist da. Und da sind wir schon beim Thema. Sonne, Licht, Uhrzeit, hier ist ja alles. Und Licht und Rauch und sowas gibt es hier. Warte mal, wo haben wir die... Linienförmiger Wasserspritzer. Warte mal, kann ich das nochmal sehen? Okay, der spritzt... Ah, das kann ich hier aber nicht hinbauen. Okay. Großes Feuer. Dampf. Ich hätte es gerne nicht... Brunnenspritzer, Brunnenspritzer. Achso, das ist dann so ein bisschen... Fällt mir sogar ein bisschen.
Ist ganz cool. Kann man das auch in die Erde einlassen, so ein bisschen? Ja, monatliche Betriebskosten interessieren mich nicht. Das kann man tatsächlich, aber kommt das denn noch aus der Erde raus? Das kann man tatsächlich, das nicht alles. Das ist sehr schön. Bisschen Wasserspritzis. Was ist hier los? Wir machen Profit, obwohl wir hier nichts drin haben in dem Schuppen, ne? Müsst ihr euch mal vorstellen. Wir haben zwei so eine Ringelpeaks mit anfassen, ein bisschen was zu essen und zu trinken und einen dicken Geldautomat, der bewacht wird von Piraten mit einer Kanone. So. Wollen wir noch was bauen? Was Schönes, was Schönes. Wir können ja hier aussuchen zwischen ruhig und nicht. Ein Karussell. Der Hyperspin. Wie groß ist das? Warum ist denn das alles so groß? Teetassen. Jeder mag doch Teetassen, oder? Nee, gefällt mir nicht. Das ist genau das richtige Karussell, glaube ich. Genau das, was ich gesucht habe. So, und dann der Weg. So, und öffnen. Und jetzt haben wir auch dieses, dieses Schaukelfettkarussell. Ihr kennt es doch. Ich meine, ich habe fast 400 Leute hier in dem Ding. Entweder gibt es im ganzen Land keine anderen Veranstaltung hier, weil so viel ist hier ja nicht los und wie die Leute hier anstehen, ist ja der Wahnsinn. So, und weil die so lange anstehen, wollen wir noch mal ein bisschen was dahin packen. Sieht das so langweilig aus? Vielleicht ein paar Bäume, ein bisschen grün. Ich kann ja nicht alles zu betonieren, das sieht ja dann auch ein bisschen scheiße aus. Mal eine Palme, querhängende Palme, so hier quer rüber. Kann man hier so ein bisschen zu... Ja, ja. Ah, das sieht gut aus. Das gefällt mir. Den habe ich natürlich ein bisschen doof hingesetzt dort. So. Ein paar Büsche. Bisschen groß. Vielleicht noch so einen alten Baum. Sieht schon viel einladender aus, wenn da ein bisschen Grünzeug ist, ne? Genau, und hier wollte ich jetzt so ein paar Steine überall hinklatschen. Sollten, wenn möglich, nicht alle gleich aussehen. Gibt es da keine Felsformation oder sowas? Schwert im... Ja, gut, Schwert im Stein oder Schatzhaufen. Obwohl, das ist ganz cool. Ich meine... Im Endeffekt ist der Eingang ja da, da ist ja irgendwo das Parkhaus und da kommen die und können sich das denn so angucken. Ich glaube, das kommt dann schon mal sehr gut. Die ballernden Piraten waren da. Vielleicht hier noch, hier steht ja schon eine Palme. Das passt denn schon. Genau, ich war weiter bei Steinen. Angepasst. Steine! Ich kann die auch ein bisschen tiefer setzen, dann sieht das gleich ganz anders aus. Dann sehen die eh nicht alle gleich aus.
Das ist nämlich der Trick. Irgendwann hast du ja immer nur dasselbe. Dann musst du es ein bisschen runtersetzen, ein bisschen hochsetzen. Dann sieht das gleich ganz anders aus. Du kannst natürlich auch so einen Stein irgendwo raufschmeißen. So, und jetzt haben wir da so eine Steinlandschaft, die jetzt gar nicht so verkehrt aussieht. Vielleicht noch ein paar kleine hier. Bisschen übereinander und zusammengeschoben. Dann mal wieder so ein großer, der kann auch mal ganz rauskommen. So, und auf der anderen Seite hätte ich gerne auch so eine Steine. Das sieht denn schon gut aus. Vielleicht machen wir den Eingang denn doch noch anders, weil dieses Sci-Fi ist ja hier noch nicht so aufgetaucht. Aber ich könnte es natürlich auftauchen lassen. Es gibt ja auch genug Raumschiffe und so weiter hier. Sind schon eine richtige Felsformation, würde ich sagen. Ne? Also, wenn wir eins können, das können wir. So. So lassen wir das jetzt. Mit diesen Felsen. Und guck mal, hier sind so eine Dampfdinger drin. Die kann ich wohl auch unter die Erde setzen. Das muss ich mal ausprobieren. Warte mal, wo war das? Requisiten? Nein, 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 nein. Natur. Spezialeffekte. Ambiente. Dampf. Ja, es ist vielleicht ein bisschen doll. Dampft es da auf jeden Fall. Also der Dampf ist da und das sieht dann auch schon viel besser im Eingang aus. Wenn es so ein bisschen dampft, das ist cool. Das gefällt mir so. Was haben wir noch? Staubwolke. Kriege ich da keinen? Ah, das ist so eine... Okay. Rauchstöße. Im Burger drin. Das sieht ja so ein bisschen verbrannt aus, ne? Sieht auch der Burger frisch aus, wenn er so leicht dampft. Ist ganz cool. Wir wären noch hier der Deko-Profi. Es wird, ich sag's euch. Es wird. So, ein Schienenfahrgeschäft. Okay, das ist groß. Ganz schön groß. Ziemlich groß. Das ist so eine Wildwasserbahn, so wie das aussieht. Die dann hier in der Luft hängt über den ganzen Platz. Wenn ich Berge hätte, wäre das ganz cool. Was haben wir denn noch an Achterbahn? Das gefällt mir nicht so. Ah, ich habe ja noch Sachen außer Baupläne. Ich habe hier
Steam Workshop und so. Zum Beispiel, da es jetzt abends ist, passt das gut, dann kann ich hier die Lampen hinbauen. Denn dieses Spiel hat auch so eine Sachen aus dem Steam Workshop. Und da geben sich Leute echt Mühe und bauen dort Achterbahnen, die du dir holen kannst, beziehungsweise Lampen und so weiter. Alles, was man halt so braucht für dieses Spiel. Und hier liegt schon wieder Müll. Hier ist zum Beispiel auch so ein Platz, sag ich mal so. Den könnte man zum Beispiel hier hinbauen. Hier weiß ich nicht, der funktioniert wahrscheinlich nicht so. Und hier haben wir eine Achterbahn, die irgendwie nirgendwo hinpasst. Ja, und das stört mich ein bisschen. Ah, jetzt hat es doch einen Eingang bekommen eben. Ich habe es gerade gesehen. Nein, ah, scheiße. Ich muss jetzt alles auswählen und entfernen. Nochmal, meine Baupläne, das Ding. Das Ding muss ziemlich dicht ran. Ja. Ich glaube, das klappt nicht mit diesem... Da ist der Workshop noch nicht ganz so, wie er sein sollte, der Steam Workshop. Aber es wird bestimmt noch besser. Schade, schade, Schokolade. So, ich brauche noch Mülltonnen, sehe ich gerade. Hier liegt schon wieder überall Mist rum. Alles finde ich cool. Da hat sich einer Mühe gegeben. Sieht ganz gut aus. Und wir brauchen vielleicht noch so einen Animateur hier. Die Cosmic Cow. Der will... Der will nicht diese geile kosmische Kuh hüpfen sehen. So, jetzt haben wir Karussell, so eine Drehdinger, noch so ein Drehdinger. Ich meine, ich würde sowieso kotzen in all denen, außer Achterbahn. Achterbahn fahren ist okay, aber das überschlägt sich hier alles fünfmal. Nee, das gefällt mir nicht. Mal ein paar Büsche. Ja, ich hätte es natürlich ans Gebäude angeheftet. So schlau wie ich war. Weil dieses ringsrum, hier passt das ringsrum, das ist zwar noch nicht viel, da müsste auch noch mehr Krimskrams hin, Lampen und so weiter, wir werden mal ein paar dahin machen. Beleuchtung. Und hier ringsrum ist auch noch nicht so, ne? So ein bisschen... Sieht alles so ein bisschen langweilig aus, so. Hm, das sind die ganzen Mülltonnen. Vielleicht ein paar Fackeln fürs Licht am Ausgang. Und hier auch noch. Der Coaster King. Als Statue. Ah, hier noch so eine sinnlose Scheune, aber da müsste ich irgendwas reinstellen, was sinnvoll ist. Ein Drachen. Drache ist... Farbbeleuchtung. Warte mal, die würde das da hinten anstrahlen, ne?
Ne, Brunnen haben wir ja daneben. Vielleicht noch so ein Fassrollding. Obwohl, das passt wieder eher nach da vorne. Oder ein kleines Boot? Nein, das ist ein bisschen groß, oder? Kessel, Kanonen, hier gibt es alles. Lagerfeuer. Vielleicht noch so ein kleiner Rastplatz hier. So, das haben wir mal da hinzugefügt. Und vielleicht eine Leiter. Die müssen ja auch irgendwie da hochkommen. Können wir die anders drehen? Natürlich nicht. Und die würde so, aber ich hätte die gern so. Ihr wisst, was ich meine. Ich hätte die gern, ne? Anders halt. Möchte er nicht. Schienen. Eine Milchkanne. Ja, warum denn nicht? Und hier noch eine goldene Statue. Zum goldenen Narren. Ist doch schön. Es sieht doch schon ganz anders aus hier. Warum liegt denn hier so viel Müll? Ganz ehrlich. Wo sind unsere Spongos? Hier. Spongo 1. Action. Spongo mal rum da. So, jetzt haben wir ein bisschen Deko gemacht. Hinten ist ja so ein bisschen Piraten. Hier hinten, denke ich mal, wird es in eine andere Richtung gehen. Aber ich finde es gut. Es ist schon sehr hübsch. Sehr hübsch. Klar, ein paar mehr Bäume könnten wir noch bauen. Paar mehr Palmen und so, zum Beispiel hier ist ja sowieso irgendwie nicht so wirklich was mit Bäumchens. Ah, die Bäume hier sind alle gleich, du musst echt einen anderen nehmen. Die verändern nicht ihre Form automatisch. Was natürlich auch ganz nett gewesen wäre, wenn da die Entwickler so ein bisschen dran gedacht hätten, dass da automatisch so ein bisschen, wenn du dreimal dieselben Sachen nimmst, dass sie echt ein bisschen sich verändern. Ah gut, dafür kannst du die ganze Scheiße hoch und runter setzen, kleiner und größer machen. Bäume sind halt wichtig, das macht leere Räume, Bäume und Statuen machen leere Räume halt ein bisschen schicker, ne? Muss man ja mal sagen. Was gibt's denn hier noch für ein Schnulli? Ein Kapsellader. Natürlich, musste er haben. Oder ein Monster, was, ich glaube, das gehört höchstwahrscheinlich ins Wasser oder so. Solche Dinger kann ich zum... Na, das ist eine Lokomotive, aber...
Metallene Laufstege. Einen großen Milchshake. Einfach mal oben aufs Gebäude raus. Zack. Aber mal rufstellen, passt schon. Oder ein Mast? Nee, der Mast passt jetzt gar nicht rein, eher so auf so ein Schiff. Hier lassen wir mal einen lang marschieren. Hier sind die Piraten da ja unterwegs. Deswegen marschiert hier jetzt einfach mal einer. Ah, wir haben gut Leute drin, über 500. Dabei haben wir noch nicht mal eine Achterbahn oder sowas. Das ist schon ganz cool. Und ich bin immer noch überrascht, wie viel Schnulli es gibt. Und Sci-Fi und Piratenscheiß. Hier ist noch so, hier ist noch so ein schönes Paddelboot. Oder hier so ein zerstörtes Ding. Zerstörtes Teil vom Schiff. Oder ein schlafender Drache. Warum nicht? Warum nicht mal alles durcheinander zusammenklatschen? Ich meine, man denkt ja auch, hier ist ein großes Sci-Fi-Tor. Und dann kommt man hier erstmal in diese Piratenwelt. Wo es Schilder und Schnulli und jeden Scheiß gibt. Und Zugpuffer und einen großen Wasserturm. Der ist natürlich ganz wichtig. Ich finde, es sieht schon ganz gut aus, oder? Schön mit Deko, schön zugestellt, überall so wie es sein muss. So wie es im Freizeitpark ist. Alles ist voll mit irgendeinem Scheiß. So, dann wollen wir mal die Wege weitermachen. Genau, das sollte ja hier so sein. Sollte ja hier so ein bisschen mittelmäßig sein. Was heißt mittelmäßig? In der Mitte stehen. Ein Infostand. Ich glaube, wir haben noch keinen. Das ist natürlich wieder ein Pirateninfostand. Der schießt natürlich wieder quer beim Platz. Hier ist alles ein bisschen Piraten-Style angehaucht. Davon gibt es auch am meisten irgendwie hier. Und ein Märchendorf-Hudler, der jetzt gar nicht dazu passt. Aber wir müssen ja auch ein bisschen Hüte verkaufen. That's fantastic. Ist auf jeden Fall richtig was los hier. Und vielleicht mal eine Erste-Hilfe-Station von den Piraten. Passt natürlich hier zwischen den Palmen perfekt. Und wir können da oben... Hatten wir das nicht irgendwo vorhin? Ich hab doch da was gesehen. Effekte, nee, Pyrowasser. Animierten Scheiß. Piraten, die aus der Deckung schießen. Ah, Piraten. Sehe auch immer nur Piraten schießen. Märchen, Western. Das sind ja die anderen, ne? Die anderen Verrückten. Kann ich die irgendwo raufstellen? Ja, hier kann ich einen rauf... Na, irgendwie nicht, ne? Hier oben vielleicht.
guckt der Automat. Ja, der Automat guckt da raus. Das sieht scheiße aus. Ich könnte ihn hier irgendwo reinstellen, glaube ich. Schießt er jetzt aus der Deckung raus? Ja, perfekt. Und er schießt auch in die Richtung von den Jungs. Das passt. Und das sind die Wachsamen. Die stehen bloß rum. Die passen auf. Das ist schön, das macht Spaß und hat was. Krakententakel. Was haben wir noch? Eine Kanone, die so schießt. Ich meine, hier würde auch einer raufgehen. Ne, ich meine, da ist ja auch eine Leiter. Er könnte ja theoretisch darauf. Ich meine, man sieht den Motor ein bisschen, das ist nicht schlimm, das ist auch in Ordnung. Der schießt auf die, der schießt da hinten auf die. Und die schießen nach da, das passt. Würde ich jetzt behaupten. Das ist schon gut so. Ein explodierendes Holz, was? Okay, das explodiert dann. Ah, okay. Schön Bewegung drin im Ganzen. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Nur sortiert ihr jetzt alles hier nach Piraten oder was? Nee, ich wollte schon sagen. So, wir brauchen mehr Fahrgeschäfte. Was ist das? The Cube? Ach Gott, das sieht... Oh Gott, das ist ja auch riesig. Das sieht ja auch interessant aus. Wie heißt das? Kickflip? Erstmal gucken, was wollen die Leute? Zusammenfassung, ich mach Plus. Ich mach Plus hiermit. Das heißt, wir machen irgendwas richtig. Magic Tool. Was ja, also wenn der nicht Sci-Fi ist, weiß ich auch nicht. Ein bisschen übertrieben Sci-Fi, ne? Das ist irgendwas mit Luftballons. Das sieht aus wie was für Kinder. So, und den Ausgang. Und öffnen. Das gefällt mir schon gut. Und mit diesen schönen Bildern... Warte, wir fahren... Nee, wir fahren auch mal irgendwo mit. Was fährt denn hier gerade? Das da. Yeah, kotzen für alle, kotzen im Strahl und nochmal drehen. Währenddessen siehst du, wie ein Verrückter auf dich schießt, das ist auch toll. Yeah, und da sind Piraten. Sehr schön, sehr schön. Sehr, sehr gut.
finde halt den habe ich gut platziert. Der backt da auch, glaube ich. Naja, gut, die Waffe backt da ein bisschen. Aber sonst, der schießt halt direkt aus der Deckung raus, ne? Und würde natürlich nicht treffen. Irgendwo hier hinten steht da auch eine Kanone, ne? Müsste die nicht sogar... Die steht jetzt hier drin und schießt nirgendwo hin, ne? Kann das sein? Ja, die steht jetzt hier drin und schießt ins Nirgendwo. Okay, ist egal. Sieht ja keiner, aber dafür ist der Goldschatz jetzt in der Ärztekammer hier. Ist natürlich ein bisschen doof. Können wir das... Achso, das ist ja... Genau. Können wir das vielleicht... mal da hinstellen? Dann hätte ich gerne diese Kanone da. Und hätte die gerne andersrum. So, jetzt müsste es wieder alles halbwegs hinhauen. Ja, jetzt wird wieder rumgeballert wie verrückt. Hier ist Captain Mu, voll am Hüpfen. Und die Leute backen durch die Requisiten. Das ist interessant. Ihr habt einen Knall nicht gehört, ne? Sind verrückt, was die Leute hier alles wollen. Gut, ich mache erstmal einen Cut und dann sehen wir uns das nächste Mal. Haut rein, bis denn dann. Tschüss.